Zu Beginn dieses Videos betrachten wir die Aufschrift auf einer Lebensmittelverpackung, genauer gesagt die Inhaltsangabe auf einer Packung fettarmer Milch. So eine Tabelle enthält in aller Regel die Menge bezogen auf 100 Milliliter oder 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels. Da finden wir zum Beispiel hier bei dieser Milch den Fettgehalt. Rechts steht 1,6 Gramm Fett, enthalten in, wie man oben sehen kann, 100 Milliliter Milch. Also 1,6% Fett. Kohlenhydrate finden wir auch drin. Milchzucker nennt man den. 5,1 Gramm Kohlenhydrate. Und Eiweiß ist drin, 3,4 Gramm. Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate sind enthalten, die Nährstoffe. Außerdem wissen wir, dass in der Milch andere wichtige Dinge enthalten sind. Salz und ganz besonders das Kalzium ist ja bekannt dafür, dass es zum Beispiel für den Knochenbau bedeutend ist. Salz und Kalzium fallen unter Mineralstoffe. Selbstverständlich ist in der Milch noch sehr viel mehr drin. Auf so einer Tabelle wird nicht immer alles angegeben. 124 Milligramm Kalzium. Wir müssen immer auch die Einheiten anschauen. Also im Grunde eine sehr kleine Portion. Auch die 0,11 Gramm Salz sind relativ wenig im Verhältnis zu den Mengen, die an Nährstoffen enthalten sind. Wenn man alles zusammenzählt, stellt man fest, dass in der Milch ungefähr 10 Gramm verschiedener Stoffe drin sind. Und dann fragt man sich, wo bleibt eigentlich der Rest, die restlichen 90 Gramm? An dieser Stelle kommt das rote Fragezeichen. Ich werde immer wieder im Laufe meiner Videos rote Fragezeichen setzen. Da kann man das Video anhalten und sich selber erstmal Gedanken machen. Und wenn man dann eine pfiffige Idee hat, was die Lösung ist, drückt man auf Weiter und schaut sich die Lösung an. Ja, was ist also der Rest in der Milch, der nicht die 10 Gramm Nährstoffe und Mineralstoffe sind? Ganz klar, das ist Wasser. Milch besteht zum größten Teil aus Wasser. Jetzt haben wir noch etwas in der Tabelle. Da steht Brennwert. Was ist der Brennwert? Wenn wir die Einheit betrachten, hilft das vielleicht ein bisschen weiter, vorausgesetzt man weiß, was das heißt. Da steht KJ und KCAL. Was bedeutet das? Wieder ein rotes Fragezeichen. Denkt nach, kramt im Hirn oder schlagt irgendwo nach, fragt jemanden, was bedeutet KJ und KCAL und vielleicht sogar, was ist der Brennwert? Ja, viele werden es wissen, der Brennwert, das ist sozusagen der Energiegehalt der Nahrung. Die Energie misst man in KJ, das heißt auf Deutsch Kilojoule, oder was deutlich bekannter ist, Kilokalorien, abgekürzt KCAL. Und damit ist klar, worum es in diesem Video geht. Es geht um den Energiegehalt der Nahrung. Den messen wir, wie gerade schon gesagt, in Kilojoule oder Kilokalorien, KCAL. Meistens sagt man Kalorien, aber das kleine K davor ist die Vorsilbe für Kilo, also für 1000. 1000 Kalorien sind eine Kilokalorie. KJ, Kilojoule, ist die deutlich modernere Einheit. Die Physiker rechnen Energie in Kilojoule und nicht mehr in Kilokalorien. Aber im Bereich der Lebensmittel hat sich das mit den Kalorien so sehr gehalten, dass die Angabe auf den Lebensmittelverpackungen immer noch zu finden ist. Man kann diese beiden Einheiten auch ineinander umrechnen. Eine Kilokalorie hat ungefähr 4 Kilojoule. Das gilt nur ungefähr, aber das genügt voll auf für den Hausgebrauch. Wer es ganz genau wissen will, das muss man nicht wissen, aber wer es wissen will, eine Kilokalorie hat 4,19 Kilojoule. Energie, und da muss man aufpassen, ist kein Bestandteil der Nahrung. Energie kann man nicht wiegen. Wenn man versuchen würde, ein Kilo Wasser zu erwärmen, dann führt man ihm ja Energie zu.
dann wird das Kilo Wasser hinterher immer noch ein Kilo wiegen, egal ob es 2 Grad hat oder 20 Grad oder 90 Grad. Energie ist also nicht ein Stoff, der in der Nahrung steckt, sondern Energie kann nur aus diesen Stoffen freigesetzt werden. Das heißt, wenn der Stoffwechsel aus der Nahrung Energie freisetzt, dann werden die Stoffe nicht leichter, aber die Energie wird für uns vielleicht verfügbar. Der Stoffwechselweg, der die Energie aus der Nahrung freisetzt, der bekannteste, ist die Zellatmung. Das kennen wir schon. Wie viel Energie braucht man eigentlich? Der tägliche Energiebedarf. Ja, vielleicht hat jemand schon mal gehört, wie viel Kalorien man am Tag so verbraucht oder wie viel Kalorien der Mensch oder Kilojoule der Mensch an einem Tag maximal oder minimal benötigt. Und wovon hängt das eigentlich ab? Ist das bei jedem gleich? Kurz nachdenken, wovon hängt es ab, wie viel Energie man eigentlich benötigt am Tag? Der ist natürlich nicht bei allen Menschen gleich. Er ist abhängig zum Beispiel vom Alter. Selbstverständlich. Kleinkinder brauchen weniger Energie als Erwachsene. Das ist selbstverständlich. Die Körpergröße spielt eine große Rolle. Jemand, der groß ist, verbraucht mehr Energie, schon allein deswegen, weil er mehr Körpermasse durch die Gegend tragen muss. Dann hängt es natürlich davon ab, wie man den Tag verbringt, ob man nur im Bett liegt oder eine Mathe-Schulaufgabe schreibt oder sich körperlich anstrengt. Sogar vom Geschlecht hängt es ab, ob man als Mann oder Frau etwas mehr oder etwas weniger Energie verbraucht pro Tag. Um eine Zahl zu nennen, wenn man den ganzen Tag nur verschläft, verbraucht man immer noch 6000 Kilojoule pro Tag. Diese Angabe Strich D steht für pro Tag, heißt also per day, findet man immer wieder mal. Wenn man einen Schultag bewältigt, ist man schon mit 10.000 Kilojoule dabei und das sind natürlich nur ganz, ganz grobe Angaben, aber so etwa eine Richtlinie, was so in etwa an Energie benötigt wird. Leistungssport, da bringt man es auch mal auf 15.000 Kilojoule und unter Umständen auch deutlich mehr, wenn man eine Tour de France-Etappe fährt und 320 Kilometer auf dem Fahrrad sitzt und quer durch Südfrankreich rast. Dann kann man das deutlich übersteigen. Was passiert jetzt, wenn dem Körper mehr Energie zugeführt wird, als er eigentlich verbrauchen kann? Noch ein rotes Fragezeichen. Kurz nachdenken, was passiert mit der Energie? Klar, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man braucht, dann lagert der Körper das als Reserve in Form von Fett an. Das ist auch sehr wichtig, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, denn es gibt ja immer wieder einmal Zeiten, in denen man mehr Energie braucht, als zugeführt wird, weil man zum Beispiel krank ist und wenig isst oder weil es einfach nichts zu essen gibt. Und bevor der Körper dann gleich an Hunger stirbt, ist es gut, wenn er Reserven aus besseren Zeiten hat. Wir beziehen unsere Energie aus Lebensmitteln, ganz klar. Und die Lebensmittel enthalten unterschiedlich viel von unterschiedlichen Bestandteilen. Auch das ist bekannt. Unterschiedlich viel Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und die Vitamine und Mineralstoffe sind in dieser Tabelle überhaupt nicht aufgeführt, weil sie von der Menge her überhaupt keine Rolle spielen, so wichtig sie sind. Nun betrachten wir einmal diese Grafik und überlegen, wofür könnten die einzelnen Farben stehen? Wir haben blaue Balken, rote Balken, grüne und violette Balken und das rote Fragezeichen gibt die Anregung, das Video noch einmal anzuhalten und in Ruhe darüber nachzudenken, welche Farbe könnte wofür stehen. Dazu sollte man sich genau betrachten, welche Stoffe in welchen Lebensmitteln besonders viel vorhanden sind, das weiß man ja manchmal. Und dann kann man sich ableiten, welche Farbe für welchen Nahrungsbestandteil steht. So,
Vermutlich ist es kein Problem herauszufinden, dass die violetten Balken für Wasser stehen. Man betrachte sich nur eine Tomate, die ja fast ausschließlich aus Wasser besteht. Die zerläuft ja sogar, wenn man sie aufschneidet. Auch Eier sind im Wesentlichen flüssig und damit ganz, ganz stark wasserhaltig. Daran sieht man das. Dass Kartoffeln so viel Wasser enthalten, fällt auf den ersten Blick gar nicht so sehr auf. Aber eine Kartoffel, die getrocknet wird, wird tatsächlich federleicht. Die roten Balken lassen sich auch ganz gut entschlüsseln, wenn man die Butter anschaut. Wir wissen, dass Butter zum allergrößten Teil zu 80% aus Fett besteht. Die roten Balken stehen also für Fett. Damit wird ganz am Rande auch klar, dass Nüsse, wir betrachten den Balken der Walnüsse, dass Nüsse ganz enorm fettreich sind. Grün steht für die Kohlenhydrate. Das findet man, wenn man überlegt, welche Lebensmittel sehr kohlenhydratreich sind. Und das ist uns bei Vollkornprodukten oder bei Getreideprodukten und Kartoffeln bekannt. Und hier sind die dicksten Balken vom Wasser abgesehen die grünen. Grün steht für die Kohlenhydrate. Bleibt das Eiweiß noch für blau? Und auch da ist bekannt, dass Nüsse, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Fleisch und Fisch relativ eiweißreich sind. Hier finden wir die großen blauen Balken. Hier ist die gleiche Grafik jetzt in den gewohnten Farben, in den Farben, die zumindest ich im Unterricht immer verwende. Grün für Eiweiß, blau für Fett, rot für die Kohlenhydrate. So sind wir das gewöhnt. Jetzt bleibt die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, welcher Nährstoff enthält jetzt eigentlich die meiste Energie? Liefert Eiweiß mehr Energie oder Fett oder die Kohlenhydrate? Auch das kann man sich überlegen. Dazu braucht man allerdings eine Angabe, wie viel Energie überhaupt in den Lebensmitteln steckt. Wir sehen an der Tabelle jetzt auf der rechten Seite Angaben, wie viel Kilojoule Energie in jeweils 100 Gramm dieses Nahrungsmittels stecken. Betrachtet diese Zahlen und überlegt daraus, welche der drei Nährstoffe die meiste Energie enthalten. Ja, vermutlich seid ihr drauf gekommen, dass die Nahrungsmittel mit der meisten Energie, mit dem größten Energiegehalt in dieser Tabelle Butter und Walnüsse sind. Und da sind natürlich die ganz dominierenden Balken die des Fetts. Das deutet darauf hin, dass Fett der wahre Träger der Energie ist, zumindest der meisten Energie. Wenn wir im Vergleich Hering und Magerkäse anschauen, stellen wir fest, der Gesamtgehalt der Nährstoffe ist gar nicht so unterschiedlich. Magerkäse enthält insgesamt ein kleines bisschen mehr Nährstoffe als Hering in dieser Tabelle. Trotzdem hat der Magerkäse ein ganzes Stückchen weniger Energiegehalt als der Hering. Und das liegt auch wieder daran, dass die Energie eigentlich im Fett steht. Der Hering hat ein bisschen weniger Nährstoffgehalt, aber er enthält mehr Fett und dadurch katapultiert sich sein Energiegehalt gleich über den des Käses. Wir können also abschließend zum Energiekapitel noch feststellen, Energielieferanten sind natürlich alle drei Nährstoffe, den höchsten Energiegehalt hat dabei aber das Fett.